Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir werden uns jetzt in dieser Folge, nachdem wir die letzten beiden drei Folgen die Haupteinsätze freigespielt haben oder gespielt haben, damit wir Roosevelt Island da die Invasion machen können, ja, wollen wir dieses Mal nach Roosevelt Island einmarschieren, um da die Invasion zu stoppen, damit wir im Endeffekt hier Tidal Basin einnehmen können, einrücken, wie auch immer. Also, dazu fehlt uns noch hier die Roosevelt Island. Also, am Nord- und Nordwestrand der Insel ist Black Tusk anscheinend enorm aktiv. Das war's? Okay. Ja, wir haben leider auch keinen näheren Stützpunkt. Ach doch, hier ist einer. Oh, den am haben sie. Am Nord- und Nordwestrand der Insel ist Black Tusk anscheinend. Die Black Tusks sind auf dieser Insel äußerst präsent. Sie haben ein ABC-Team vor Ort, das Proben sammelt. Was das für Folgen hat, will ich mir gar nicht ausmalen. Wir müssen sie daran hindern, irgendetwas von dort fortzuschaffen. Diese Jungs trauen sich nicht oft aus ihrer sicheren Anlage raus. Also müssen wir jede Chance nutzen, die wir kriegen können. Machen wir. Vorhin, also letztes Mal, da war hier noch kein Kontrollpunkt eingenommen. Also reisen wir schnell dahin, bevor der wieder weg ist. Sparen wir uns da eine Menge Lauferei. Weil sonst hätten wir, glaube ich, hier vom C-Faust starten müssen und dann einmal rüberlaufen. Und ja, wie ihr es ja kennt, auf dem Weg dahin kommen so viel Aktivitäten, wo man sagt, oh, nimmt das kein Ende. Munition ist voll, dürfte voll sein. Mal gucken, was hier. Das war der Vorratsraum, den man freischaltet, wenn man die Basis eingenommen hat. So, wir können hier trotzdem plündern. Außer die große gelbe Kiste. Die kann man nur plündern, wenn man den Stützpunkt auch eingenommen hat. Also mit eingenommen hat. Wenn man da seine Verbündeten gerufen hat. So, schauen wir uns noch mal ein bisschen kurz um. Was hier so alles, ach nee, hier waren wir schon. Ja, was hier so alles so zum Plündern gibt. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, ah, hier hatten wir schon mal freigeschossen. Hier waren wir schon mal. Wir hatten ja gesagt in der letzten Folge, wir wollen es jetzt mal testen mit dem grünen Teil. Ich habe jetzt mal, ich habe von allen, von der Sorte hier, von dem Patriot oder wie er heißt, ja, wahrer Patriot, ich habe da alle sechs Teile, aber ich habe die mal angelegt und ich habe gedacht, nö, weil ich habe mal die Werte verglichen, sprich Schaden gegen Elite und so. Da hatte ich nur 15% Schadensbonus bei Elite-Kämpfern. Und das ist mir doch reichlich wenig. Ich will mich doch hier nicht abracken. Auf Deutsch gesagt, nein. Auf Deutsch gesagt und mich da mit den Elite-Gegnern umher ärgern. Dann verzichte ich lieber auf die komischen Bonis, die da drauf sind, auf den Rüstungen. Aber naja. Wie gesagt, man muss es ja zum Glück nicht nehmen. Hat auch keine weiteren Auswirkungen. Hier noch was. So. Eigentlich wollte ich dem Kontrollpunktoffizier noch was überreichen. Okay, der ist nicht im Campen. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch damit auskommen. Ja, weil wir haben hier alles voll. Also können wir ruhig mal was spenden. Und der Bonus hier mit der Erkennung, den haben wir ja schon damals freigeschaltet. Dass uns die Gegenstände angezeigt werden und hier auch die Gegner. Und man muss eigentlich nur immer hier über 50% kommen. Denn ist das schon aktiv. So, und wir haben ja gesagt in der letzten Folge, wir wollen es mal so machen, dass wir das mal vor dem Einsatz machen. Dann los. Hier oben sind noch Spezialmunition. Guck mal, jetzt seht ihr, ist viel besser zu erkennen. Auffüllen hatte ich, glaube ich. Ach, wir haben noch Spezialmunition drin. Oh, okay, können wir es sein lassen. Na denn, ab hier hoch. Kürzen wir mal ab. Über ein Dach ist er so in so eine Senke eingebaut. Guck mal, jetzt wird ein schön angezeigt, wo was zum Plündern ist. Und das ist auch ein guter Tipp, wenn ihr in der Kanalisation geht. Wegen Schlüsselfarmen gibt vorher bei dem Kontrollpunktoffizier, wie gesagt, Ressourcen ab, genügend. Dann habt ihr es wesentlich einfacher, da die Schlüsselkisten zu finden oder Schlüsselsachen. So. Ja, hier waren wir letztes Mal auch. Vielleicht
können wir jetzt auch wieder plündern. Oder der Cooldown, ja. Zum Auffüllen ist noch nicht abgelaufen, denn ist natürlich hier alles noch offen. Ja. Außer hier, das sind glaube ich Handgranaten. Nein, Terra, das sind Medipacks. So, da hinten dürfte also auch nicht sein, wenn hier vorne nichts ist. Also brauchen wir da hinten gar nicht weiter reinlaufen, wo die Knarre liegt. Aber ich habe gesehen, da hinten hängt noch die gelbe Kiste. Vielleicht kann man die jetzt auch wieder aufschießen. Und es fällt was raus. Seht ihr die da hängen am Kran? Aber die sieht offen aus, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob die jedes Mal neu gefüllt wird. Oder ob es bloß einmalig ist. Na gut, wir gehen mal weiter vor. Hier wird auch bestimmt wieder gekämpft. Ja, und diese Fähigkeit mit dem Aufleuchten, das hält auch nur, ich glaube, für 10 Minuten an. Also sollte man schon, wenn man... Oh, da ist doch einer. Denn sollte man das... Habt ihr das gesehen? Ich kam aus dem LKW raus. Und jetzt ist auch noch dunkel geworden. Ich sehe hier nichts. Der eine stand da oben drauf hier. Der Speer. Und hat nicht gesehen, dass die da im LKW sind. Er ist aber auch eine Nase, ne? Versteckst du dich vor mir? Solltest du auch. Wo bist du? Darf ich dir was geben? Möchtest du was haben? Nö, sie möchte nichts. Naja, ich sag mal, ich wollte gerade sagen, typisch Frau. Steht da und spioniert, weiß, und spät. Und sieht das nicht. Na, irgendwo ist doch so ein Krabbelfiechchen, oder? Da hinten, genau. Aber hört sich an, als wenn hier noch einer ist. Ah, da! Oh, oh. Komm, 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 komm. Na. Schieße ich da bei ihm neben, oder was? Ah, du bist da hinten. Ja. Ja, und bei der grünen Rüstung, da hätte ich jetzt auch keine Talente drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt mit Talenten gibt. Aber ich glaube mal nicht. Wobei, ich weiß es nicht, wie gesagt. Der ist hier ein grünes Teil, glaube ich. Man, das wird ja mehr. Ich glaube, bis wir da sind, ist unsere... Dieser Aufdeckbonus, der ist dann, glaube ich, schon weg. Der hat sich dann, glaube ich... Noch leuchtet er, aber in 10 Minuten da drüben zu sein, sieht schwierig aus. Oder sieht schlecht aus. Weil er hätte sicherlich sich gut gelohnt, dass man dann angezeigt wird, wo was zum Plündern ist. Naja gut, außer eben die Spezialkästen. Naja, aber wir sind erstmal unsere Taschen leer geworden, können wir wieder mitnehmen, ohne dass er großartig sagt, Taschen voll. So, kommen hier auch noch welche? Nein. Ne. Na denn. Aufgeladen haben wir. Ach, hängt er wieder hier an der Stelle. Auf geht's. Auf der Insel wimmelt es also vor Black Tusk. Ihre Teams nehmen die Proben im Nordwesten. Am besten sollten sie die Westseite hochgehen und das Team abfangen. Die Schüsse wird wohl jeder hören, aber mit ein wenig Glück schaffen sie es bis zum Team, bevor sie evakuieren können. Mal gucken, letztes Mal kamen ja hier schon wieder welche. Ah, da kommen sind wir noch. Ist auch wieder so ein dicker Endboss oder ein dicker dabei, oder? Ja, siehst du.
Genau wie immer. Genau wie immer, du sagst es. Medi. Okay, Medi hat sich verblutet. Ja, würden wir jetzt nicht diese Elite-Zerstörung haben, den Bonus, dann würden wir jetzt hier ballern. Also, doch schon ganz gut, dass wir das nicht komplette grüne Rüstung haben. So. Plündern. Noch ist das der Status aktiv mit dem mehr erleuchten oder hervorheben der Sachen, die man plündern kann. So, wir rutschen, glaube ich, wieder mal nach vorne. Hoffentlich, Stelle gibt es noch. Ja, ja, da vorne, da oben. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Da waren wir letztes Mal gut aufgehoben. Dann stellen wir das Geschütz hier hin. Granate. Aktives Geschütz im Einsatzgebiet. Oh, Gott, ein bisschen das Brandfass damit benutzen. Ah, Scharfschützen. Warum? Ich habe wieder den EMP-Sender irgendwo hier hingeschmissen. Aber stört uns nicht weiter. Huch! Nachladen nicht vergessen. Der will uns reparieren da, den anderen. Kannst du vergessen, Onkel Doktor. Was, du willst auch was? Oh, ein gelber. Granate. Werden wir ein bisschen öfter Granate einsetzen. Du bist immer noch da oben. Deckung, wieder gleich in Deckung. Laden wir mal nach. Boom, mache ich auch gleich Boom. Hast du gesehen? Boom, bist gleich Boom, Boom. Du gehst mir da oben auf den Senkel. Geht doch. Oh, mal sehen, wie das jetzt ist. Letztes Mal kamen ja auch so viele, ne? Da bist du. Da bist du. Hab dich schon an einer anderen Stelle gesucht. Geht über die Seite. Du willst durch ein Wasserloch kommen? Vergiss es. Gott, erledigt. Wo bist du? Da bist du. Okay. Ah, da ist die Drohne, Ella. Tu dir eingefallen. Schick keine Drohnen. Da tut dir bloß selber weh. Ah, bist weg. Hat jetzt ein bisschen gedauert. So, einsammeln. Ja, ich nutze auch zu wenig. Habe ich festgestellt, zu wenig. Ja, mein Mörser, wie auch immer, hier diese Spezialwaffe, die man hat als ja, als Zerstörungsoffizier oder wie das heißt, oder ja, Zerstörungsspezialisten, den nutze ich einfach zu wenig, zu selten. Ich sehe, wie das Team Proben nimmt. Sie haben es wohl nicht wirklich eilig. Das ist gut für uns. Wer weiß, was diese Penner mit Proben der Roosevelt-Quarantäne anstellen wollen. Müssen wir die Proben wieder zerstören? Das war doch beim letzten Mal auch so, ne? Da müssen wir doch, glaube ich, auch die. Aber da haben wir ja gut hingekriegt. Nicht so wie beim ersten Mal. Nur mal gespannt, wie das diesmal abläuft. Wie viele das wären. Und was uns hier so alles erwartet. Da den Medipack, den müssen wir zuerst ausschalten. Handgranate. Gott, der ist weg. Der heilt kein mehr.
Ah, Hubschrauber, alles klar. Haben wir noch einen? Oh ja, wir haben noch. Nur die Frage, wie weit kommen wir? Kommen wir dahin, wo sie landen? Ja, einer streicht sich hier an. Ah, nun stört das hier so vor dem Auge. Bumm, im Laufen. Schön angeschossen. Na komm. Geht doch. Und du willst dich da verkriechen? Keine gute Idee. Nicht vor dem Terra verstecken. Der findet dich doch so und so. Und der erschießt dich doch auch so und so. So oder so. Zack. Einsammeln. Auch wenn wir bald wieder Munition kriegen. Hä? War ihm gerade was aufgeploppt oder hat er bloß getäuscht? Dass hier irgendwas zum Aufheben war. Ne, hat wohl getäuscht. Ja, unsere Erkennung ist jetzt eh aus, wie man sieht, an der gelben, an der Munitionskiste. Okay, da oben müssen wir hin. Da waren wir letztes Mal auch ganz gut platziert. Hatten alles im Blick. Unser Geschütz werden wir auch wieder auf der rechten Seite platzieren. So. Komm, wir machen mal so. Dann können wir auch aus der Deckung schießen. Zack. Da ist auch noch einer. Haben wir ihn gerade gesehen? Ach, da oben geht er. Ja. Wie ist die Parole? Reiß dich am Schlüpper, heißt die. Nee, da werden wir mal hier hinschmeißen, das Geschütz. Oder da drauf, ist besser denn. Ja, tu das mal. Boom. Oh. Oben ist diese Drohnen-Ella. Diesmal auf dem Dach. Ja, auf dem Flügel. Na komm. Lade nach! Der verpieselt sich. Was willst du uns da hinten schicken? Was macht der da hinten? Heildrohne? Oder auch Drohnen? Kurz mal die Seite, Stellung gewechselt. Boom. Jetzt kommen noch mehr, oder was? Ja, na klar. War doch logisch, ne? War doch letztes Mal auch so. Medi, du wirst hier nichts anrichten. Da ist ein Digger. Den können wir schon mal ein bisschen anticken. Ja, komm, geh rein da. In der Granate. Zack, nachladen. Geschütz ist weg, alles klar. Aber wir haben alles gut im Griff. Die anderen kommen doch bestimmt auch noch angelaufen. Ja, da haben wir noch mal hier einen Benzinkanister. Also letztes Mal kamen sie angelaufen. Diesmal wohl nicht, oder? Da, die sind auch verwirrt, weil da hinten diese Impulsgeber sind. Na komm, kommt doch schon raus. Ich weiß, ihr wollt. Na, der läuft so wie ein Hase im Zickzack, ne? Ah, da ist noch ein Dicker. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn hier alle Dicken sind. Da bin ich im Endkampf, oder nicht im Endkampf, aber in dem anderen Bereich, wo sonst auch mein Dicker auftritt, dass der dann
dass die dann weg sind. Ist vielleicht so meine Hoffnung, meine Vermutung, wie auch immer. Da war doch noch so einer, der mir so seine Keule geschwungen hat, sein Hammer. Wer sich noch dran erinnern kann an eine Folge, wo wir echt zu tun hatten, da wegzukommen. Wo wir gelaufen sind und... Okay. Hat Thron gestartet? Was macht er denn hier? Da war irgendwo festgebackt. Okay, aber wir können eigentlich hier bleiben. Hat uns mehr geschadet, als was gebracht. Da ist wieder einer hier. Komm, guck doch mal hoch. Mein Freund. Nee, ich sehe nichts. Wo schickst du sie los? Okay. Hm? Da ist er doch hier irgendwo, ne? Der eine? Wo ist der andere? Die Thronelle ist doch noch da, oder was? Wo ist Victor? Da unten ist er. Jetzt ist sie down. Wunderbar. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, aber ich komme mal zu dir hingekrochen. Wir müssen sie umgehen. Wo bist du? Ah, da. Cleveres Bürschchen. Muss ich dir lassen. Oh, ich bin noch am Laden. Sagt er. Nee, da kommt noch einer. Mediman. Läuft genau in eine Munitionsspur rein. Wunderbar. Ich schicke jetzt deine Drohne los. Nee, nee, lass das mal. Muss nicht reparieren. Na, der will hier auch über die Flanken kommen. Ich will... Genug gejammert. Komm, wir machen mal hier ein bisschen Action da. Wo ist der Onkel Doktor? Der soll nicht alle heilen. Das, was er jetzt gerade macht. Habt ihr gesehen? Der hat schon wieder einen geheilt. Davon habe ich noch mehr auf Lager. Ich auch. Boom. Luftbombe fliegt. Dumm, dumm, dumm. Irgendeinen haben wir noch da vorne. Da ist er. Hat gedacht, er kann sich verstecken, wa? Ich glaube, hier unten ist bloß Munition. Da ist er da oben. Wieder runter. Komm raus da. Komm doch. Hopp. Keine Munition mehr! Okay. Echt, keine Munition mehr. Aber wir haben aufgeräumt. Auffüllen. Puh. Einsammeln. Was ist das hier für ein Bug? Der steht vor mir und ich schieße auf sie und die ist nicht... ...nicht tot zu kriegen, oder was? Hm. Da schießt man drauf und nichts passiert. Habt ihr das gesehen? Voll im Visier gehabt und nichts, keine Störung, gar nichts. Hier habe ich mich auch noch nicht so richtig umgeschaut. Aber das mache ich mal im Offline-Modus. Wenn mal hier was Wichtiges gibt. Ach ja, hier gibt ja noch diese Eulen. Eulen-Quest, sag ich mal.
oder so das Easter Egg oder wie man das dazu so schön sagt. Mann, hab wieder einen rauen Hals. So. Nein. Ich wollte mal kurz gucken. Aufgeladen ist. Wir gehen mal weiter. Eigentlich dürften jetzt ja hier gar keine mehr sein. Wir haben ja hier alles frei gemacht. Ach, dieser Impuls und da der Impulsgeber. Weiß ich, muss man die zerstören? Keine Ahnung. Wir plündern mal. Hat ja nur Auswirkungen, wenn man jetzt hier kämpfen würde und wegen ja die elektronischen Sachen, die man hier einsetzt. Auf geht's, weiter. Wir müssen nicht auffüllen, wir haben ja schon aufgefüllt. Wir mussten hier auch nicht kämpfen. Auch mal sehen, was uns hier wieder. Er war. Boah. Wir machen es so. Oh, jetzt ist die Tür zu. Letztes Mal war sie noch auf. Oder ist es ein weiter? Nee, ist. Ach doch, hier, da ist die Tür. Gott, jetzt ist sie down. Boom. Sind die anderen auch weg? Ich glaube, hier brauchten wir gar nicht reingucken, rechts. Weil da hatten wir, glaube ich, letztes Mal reingeguckt, da war auch nichts. So. Letztes Mal hatten wir hier zurück. Offenbar haben sie ein paar Proben hinterlassen. Klingt nach einer erstklassigen Chance, diese Proben zu zerstören. Und dann haben wir uns zurückgezogen. Hier auf diese Seite, ne? Haben wir gestanden? War das hier? Ja. Werden wir, glaube ich, auch wieder so machen. Das Geschütz werden wir mal hier oben. Denn eine Granate, um sie anzulocken. Dann können wir von hier aus schöne Ruhe gucken, was unser Geschütz macht. Trauen sie nicht her oder was? Ja, ich weiß, ist denn keine Action, aber wir haben noch genug Action irgendwann. Und ich sage mal wieder, man muss nicht sich unbedingt unnütz irgendwo in Kämpfe sich verstricken oder nach vorne stürmen. Hat ja auch viel mit Taktik zu tun, dass die anderen noch die Arbeit machen, das Geschütz, und sonst hat man das nicht. Na, ich dachte, er würde noch hier den Scharfschützen erledigen. Dann machen wir das. So, jetzt dürfen sie mal angerückt kommen. Das Geschütz ist weg. Okay, die Drohne da oben noch. Ah, da ist der Medi-Onkel. Onkel Doktor, nicht aufwecken, die anderen. Lass das mal sein. Die gehen eh gleich wieder kaputt. Da ist doch schon wieder so eine Heiltrone, oder? Alles clear? Scheint so. Kurz Muni aufrüsten. Falls doch noch mal was kommt. Und wir was übersehen haben. Ja, hier war ja wieder alles mit Termit zerstören, ne? Genau. Splittergranaten, Munition, Elektronik, alles insammeln. So, auf geht's. Termit anlegen. Und weg.
Wurm da drauf. So schön, wenn das abgebrannt wird. Ja, mit Thermit kannst du auch Stahl schneiden, wer es noch nicht wusste, ne? Nur mal so zur Info. Oh, Spezialmunition. Oder? Nee? Hm. Sah so aus, ne? Testen gleich nochmal. Vielleicht sagt er auch, wir sind zu gut, wir brauchen keine Spezialmunition. Sehr witzig. Ja, doch, ist. Aber wir können sie nicht nehmen. Warum auch immer. Naja, egal. Dann soll sie auch kein anderer haben. So. Nochmal kurz eine extra Kugel nachladen. Okay. Hier können wir auch wieder getrost vorbeilaufen. Hier ist immer noch diese Eule irgendwo gewesen. Ich glaube hier. Aber naja, da muss ich mich echt noch mal schlau machen, wie das war. Mache ich da mal so aus Langeweile. Wenn ich weiß, ach ja, liegt momentan nichts weiter an. Inneren Stützpunkt erreichen. Ist jetzt die Frage, waren jetzt hier welche? Kommen wir da jetzt eigentlich hoch? Ja, wir kommen. Wer ist besser? Hier oben, ne? Hier. Ist jetzt die Frage, kamen jetzt die Helis von hinten oder von vorne? Ist auch ganz schön bimmel bimmel hier überall. Da steht eine. Aber da können sie einen zu sehr umrennen, ne? Dann würde ich doch eher da unten bleiben. Ach komm, wir gehen wieder runter. Ich da runterrutschen. Whee! Dann bleibe ich doch lieber hier hinter. Oder dahinter. Haben wir, glaube ich, alles besser im Blick als... So, Granate mal da hinten reinwerfen. Okay. Da war die Thronella. Was sagt er, kann den ganzen Tag so weitergehen? Ja, das hast du schon mal gesagt und hast verloren. Noch eine angesprungen. Okay. Ich dachte, wir hätten beide erwischt. Ah, schön auf den Fuß geschossen. Na komm. Mal wieder besser zielen. Agent braucht Verstärkung. Na, wo kommen die jetzt? Von hinten? Von vorne? Von oben? Von unten? Keine? Kann ich ja kaum glauben. Oder kommen wir auch schon wieder aus einem anderen Park? Ich schieß die mal kaputt. Hast du dich gerade da versteckt? Eigentlich wollte ich mir den Platz selber sauber schießen. Falls ich nach da vorne rutschen möchte. Dass ich da nicht durch die Bomben, wenn sie da raufschießen, ich selber getötet werde. Okay. Du willst was? Terra, nachladen. Eine Beine schießen. Ja. Nachladen. Du umgehst mich nicht, mein Freund. Macht er wieder. Okay, nachgeladen haben wir. Einsammeln. Was gibt's das für schön Güldenes? Wobei, naja. Ist ja auch jetzt nicht mehr so die Welt, einfach Goldenes. Das war ein paar Level früher. Da hat man sich gefreut über jeden Goldenen. Und jetzt ist es eher nur noch, ja, Loot zum Geldfarmen. Damit man genug Geld hat zum Rekalibrieren, wie ich ja schon öfters gesagt habe. So, in und Schlusspunkt. Eigentlich sollten wir doch hier rum, ne? Aber kommen doch bestimmt gleich wieder welche. War nicht so, dass hier vom Hubschrauber gelandet sind, wo wir oben waren.
So, jetzt die Frage, wo kommen die her? Okay. Da wollen die landen. Vergiss es. Kommt noch einer, ne, oder? Werfe Luftwaffe, ja. Da hätten wir den Gülden schon gleich mal wieder weggenapst. War jetzt kein Dicker, aber nur ein Gülden. Hat dir deine Mutti keine Manieren beigebracht? Du sollst ja auf Leute schießen. Ehrlich? Woher weißt du das? Aber erzählt kein weiter, ne? Wo ist er? Irgendwo läuft hier diese komische... Ehrlich, schießt du auf mich? Dann schieße ich auf dich. Aber kommst du nicht hochgeschossen, oder? Kann das sein? Dass du hier nicht hochschießen kannst? Cool. Hätten wir erledigt. Da hinten gab es was zu plündern. Naja. Splittergranate. Nachgeladen haben wir schon. Aufgefüllt. Na, kriegen wir eine her. So, weiter geht's. Jetzt kam dieser kleine Obstgarten, sage ich immer wieder. Der kleine Strebergarten. Hier lang. Ich zieh wieder den Kopf ein. Geht das euch genauso? Wenn ihr hier unten umherläuft, hier unter, dann denke ich mir, ah, Kopf einziehen. Da ist irgendwie so schon drinne. Liegt hier noch was? Nö. Hm? Ach, da glaube ich, okay. Munition war ja hier vorne aufzufüllen und dann waren wir auch schon an der richtigen Stelle, wo es dann gleich wieder losgeht. Mit Peng Peng, Pla Pla. Genau, da die Stellung wieder suchen. Oh, die waren schon auf 8, halb 8, oder auf halb 8 Stellung. Nix, mach dir keine Sorgen, alles gut. Mach dir nix, alles gut. Ah. Da oben hatte sich auch noch einer versteckt. Wo schießt du hin, mein Freund? Ach da, okay. Da hätten wir euch schon auf, wo wir hin müssen. Können wir Gerät zerstören? Ja, sicherheitshalber. Man weiß ja nie, wie bei der zweiten Invasion. Die erste war ja auch schon, naja, nicht so knifflig, aber auch wenn man jetzt weiß, wie es ungefähr so abläuft. Ja, weiter geht's. Knöppi auf dem Tröcki. So. Ist hier was zu plündern? Nein. Weiter geht's. Vor. So. Genau, hier war ja die Stelle, wo wir da mit dem anderen damals so gekämpft haben, mit dem Dicken. Da kommt ein Hubschrauber an und der sieht nicht freundlich aus. Oh oh. Oh, da läuft auch noch einer umher. Geschütz ist bereit. Das stellen wir mal dahin. Handgranate. Das ist mal das.
mal kreuz und quer reinschießen. Und teilweise verbrennen die ja auch. Hä? Stehst du da oben? Echt jetzt? Steht das Geschütz da oben? Ist ja mal fies. Aber nicht mit mir. So, jetzt war die Frage, kam jetzt die Hubschrauber hier... da oben kommen wir ja nicht ran, ne? War das nicht so? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da kamen wir gar nicht hoch. Oh, da liegt so schöne Rüstung bestimmt. Das, was wir gebrauchen können. Oh ja, ja. Terra, das hast du wieder fein hinten sauber hingekriegt. Oder kommen wir da hin? Oh doch, die kommt doch dahin. Wusste ich gar nicht. Oh Gott. Dann habe ich das letztes Mal... siehste, kann man ja von hier schön schießen. Aber ich weiß nicht, ob die Soldaten... Das war doch so, dass die mit dem... Dass die mit dem Hubschrauber gekommen sind, oder? Täusche ich mich da. Da oben machen wir das Geschütz drauf. Da kommen sie angelaufen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, meine Freunde, noch nicht. Jetzt können wir spielen. Da. Den goldenen möchte ich gerne haben. Umgeht sie, vergiss es. Oh ja, mach die Drohnen kaputt, das ist gut. Bom. Danke, mein Geschütz. Wir haben doch immer auch noch unsere Drohne. Warum vergesse ich die immer? Wo ist der Goldene? Hier, ne? Das war's? Nee, komm. Nachladen. Die schießen alle auf meine Drohne. Lass meine Drohne in Ruhe. Spinnt ihr? Bumm. Ja, den Rest schaffen wir auch alleine. Kein Thema. Zack. Da hinten blutet noch einer oder wie auch immer. Da kommt er runtergefallen. Bumm. Die verziehen ganz schön. Nee, doch vor uns, ne, oder? Ja, hier müssen sie irgendwo landen. Hat eben schon das Gefühl, ich komme über uns. Oh, am goldenen, okay. Wupp. Ihr wollt Ärger? Den können wir auch machen. Komm. Hast dich gefreut, bist durchgekommen, ne? Wurde es von den Granaten. Oh. Immer verschont. Och man, nachladen. Aber wir haben, glaube ich, die beiden in Golden, die da noch so waren, weggeputzt. Na, guck raus. Upp. Nachladen.
Zack. Feindziele eliminiert. Der hat Köppibums. Halten Sie sie auf. Egal wie. Egal wie. Machen wir. Doch. So. Erstmal insacken. Was hier so alles Feines gibt. Und jetzt natürlich, wo wir kaum noch Mörsermunition haben oder was das ist. Für unsere Spezialwaffe. Mal gucken, ob wir die nachladen müssen. Da finden wir jetzt wieder keine, ne? Das ist, ja. Immer das gleiche Dilemma. Nö, hier ist nichts weiter. Da oben auch nicht. Dann ging das, glaube ich, jetzt hier weiter, ne? Genau. Mal kurz rumgucken. Hier ist wieder irgendwo ein EMP-Störgerät. Was wir, glaube ich, auch gar nicht kaputt machen konnten. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon geguckt. Aber egal. Stört uns ja nicht weiter. Black Tusk verstaut die Proben an der Anlegestelle im Behälter. Die Black Tusks dürfen nichts von dieser Insel runterbringen. Das tun sie nicht, mein Freund. Wir werden das erledigen. Guck mal da, ein Fernseher. Ah, ganz anderes Bild. Ist ja schön. Sieht doch gleich besser aus, ne? Okay, bleibt so. Ich dachte, gibt jetzt verschiedene, ja, verschiedene Einstellungen. Ach stimmt, hier waren wir jetzt am Strand, wo wir näher dran denken müssen zum Ende hin, dass wir da auch den Scharfschützen oder Bogenschützen da oben eliminieren. So, Geschütz. Wie weit kommen wir? Ja, da oben auf dem schmalen Grat bleibt er nicht stehen, ist klar. Aber hier. Granaten? Wo ist da hinten eine? War da nicht eine? Bum, 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 bum. Da fährt noch ein Fahrzeug umher. Habt ihr gesehen, den grünen Strahl? Aua, 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 aua. Wer hat mir denn da so wehgetan? Er doch nicht etwa. Und er da hinten auch noch gleichzeitig. Okay. Drohne hat sie sich keinen guten Gefallen getan. Scheint ja nicht so ganz gut zu treffen, wie ich mir das vorstelle. Bumm! So, jetzt gucken, da oben ist doch der Scharfschütze. Das ist ja gut, dass er so schön blinkt, dass er sich verrät durch eine Spiegelung. Oh. Oh, oh, oh. Wo kannst du denn her, mein Freund? Oh, Alter. Konntest du nicht sein, dass du auch irgendwo bist hier? Ja. Aber keine Chance. So, und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte nur diese 15% Elite-Schaden. Die ich ja nur bei der grünen Rüstung erhalten hätte. Also, alles richtig gemacht. Jetzt nur noch den Scharfschützen da hier oben ausknocken. Sonst haben wir den näher, wenn wir rüberklettern. Hinter uns. Boing. Ho, 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 ho. So, jetzt ist die Frage, war hier vorne noch eine Kiste? Na klar, hier war was zum Aufladen. Sonst wäre ich jetzt gleich zurückgerannt. Jetzt kommt die nicht Startzone? Ach, an das ersten Teil da. An den ersten Teil erinnere ich mich noch jedes Mal, wenn ich hier bin. Ihr auch?
wie wir uns hier abgekämpft haben, fast 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Beim allerersten Mal. Oh, 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 wie oft wir hier gestorben sind. Und was wir nicht alles getestet haben. Okay. Wir sind bereit. Hoffe ich mal. Haben jetzt gar nicht geguckt. Okay. Dahin. Geschütz wird wieder hier aufgebaut. Da oben drauf am besten. Splittergranate. Ich hab mein Ziel. Du läufst mir nicht da hoch da. Du auch nicht. Da oben ist ein MG. Soweit ich noch weiß vom letzten Mal. Ah, ein Scharfschütze. Ein goldener. Wollte sie jetzt verkochen. Okay. Seht ihr das? Die wollen alle auf den Turm drauf. Oh, da ist eine. Fast übersehen. Deckung bleiben, Deckung bleiben. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Wir sind hier nicht auf der Hetzjagd. Lass die Rüstung erstmal heil werden. Wo ist er? Ach, da sind sie. Deckung, 3 Sekunden, dann fängt er an zu reparieren. Puh. Ja, ohne dieses Talent, da würden wir jetzt nur noch Medipacks schlucken ohne Ende. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass ich über dieses Talent gestolpert bin. Und auch mal getestet habe, wie das so ist. Das erleichtert ein Solo-Spielen ohne Ende. Natürlich auch im Koop ist es ganz hilfreich, denn sind die anderen vielleicht nicht so abgelenkt, wegen ihre Partner zu retten oder zu heilen. Also das Talent kann ich wirklich nur empfehlen. Wie, kommt jetzt keiner mehr her? Aber soll ich doch noch, ach, da hinten. Na, wer will mir da ans Leder? Du nicht, mein Freund. Da kommt schon wieder Zwitscherdrohnen an. Wum, 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 wum. Ja, wie gesagt, mit dem Talent in Deckung bleiben und Rüstung aufbauen macht es viel mehr Spaß. Weil man jetzt auf sich nicht mehr so abquälen muss oder vielleicht von Deckung zu Deckung springen. Versuch nicht zu sterben, denn ist hier irgendwo ein Mi... Da ist er! Nee, die Fritze! Nein, nein, nein! Nicht mit mir! Das war's, denke ich mal. Schnell einsammeln. Und wir haben wieder die Spezialwaffe nicht benutzt. Ja, das ist so, man ist so gewohnt. Also da, und außerdem immer dieses Umzwitschen von einem zum anderen. Gerade wenn man von ihr hier so rüber zwitscht. Diese Animation, ich weiß nicht. Ich finde es nervig. Ach, hier war doch der eine Behälter, ne? Könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren, ob ihr es auch so nervig findet, dass diese Animation so wumm, ja, so erhaben sein soll, aber trotzdem ist es irgendwo. Behälter mit Viruskontaminierung zerstört. Ah, hab mich doch nicht verhört. Oh, oh. Hoffe, das reicht. Nee, zu weit weg.
glaube, jetzt haben sie doch 8 Stück abgesetzt. Ah, da ist ein Dicker, der uns immer hier mit den Granaten zubombt. Genau. Aaron Shorty. Aua. Ah, falsche Posi vielleicht hier? Eigentlich nicht. Würde ich mal sagen. Oh, okay, wir machen mal Medipack. Wir müssen uns ja doch mächtig viel bewegen hier. Oh. Aber dich ziehen wir gleich aus hier. Machen wir gleich nackig. Komm. Weg mit deiner Rüstung. Oh, ein Schuss hat gefehlt. Der Anführer des ABC-Teams? Ja. Für ein unerwarteter Glücksfall. Das war mal wieder der Anführer, wie beim letzten Mal auch. Wo bist du denn hier? Ach da, du willst mich immer ärgern. Jetzt wollen wir uns mal hier der Thronella zu widmen. Den güldenen. Einen güldenen Thronella. Ah, den dicken, den haben sie abgesetzt. Den ABC, der hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass der auch noch kommt. Ja gut, jetzt hätten wir auch wieder die Spezialwaffe nehmen können. Ne? Ah, ja, ich sag ja, das jo, vergisst man sehr schnell. Der nächste, der war... Hier war, glaube ich, nichts drin, ne? Schauen wir einfach mal. Oh doch. Haben sie das geändert? Ich glaube, letztes Mal war hier nichts. Gleich mal nach. Auffüllen. Behälter mit Viruskontaminierung zerstört. Letztes Mal war hier was drinne. Ja, diesmal nicht. Und der dritte, der war letztes Mal hier hinten. Vielleicht ist es jetzt alles getauscht worden. Okay, diesmal auch nicht. Hier, bei dem war das drinne. Aber ich glaube, wir mussten auch von der anderen Seite reinlaufen, ne? Ja. Und dann dürfte der Einsatz abgeschlossen sein. Denke ich mal. Vielleicht kommen aber auch noch welche. Yay! Stützpunkt freigeschaltet. Tilo Basie. Die Proben wurden zerstört und das ABC-Team wurde neutralisiert. Mission abgeschlossen. Ta-ta-ta. Ist eigentlich im Grunde genommen, wenn man so will, fast der gleiche Einsatz oder... Ja, ich würde vielleicht sagen, fast deckungsgleich oder ist deckungsgleich. Gleicher Einsatz wie bei Weltrang 5, den wir... Oder wo wir zu Weltrang 4 aufgestiegen sind, von 3 auf 4. Das war, glaube ich, der gleiche Einsatz. Hatte sie also... Oh, wie geht's hier lang? Hatte sie, glaube ich, auch nichts viel getan gehabt. Oh, schöne Gegend. Okay, Flugzeug fährt so ein bisschen in der Botanik. In der Botanik, aber da, guck mal, schöner Aussichtsturm. Grünes Wasser, oh, ein Rehlein, Bambi und die Libellen. Ja, ist fast wie auf meiner Insel im Sommer. Libellen fliegen da auch viel umher. So, komm, weiter geht's. Müssen wir jetzt bis zum Ende laufen eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Ich will ja auch nichts, nicht, dass auch mal heißt hier, wir haben die abgeschlossen. Wobei ich es ja schon gesagt hatte, ne? Ich bin runter. Opa. So, dann können wir hier nochmal Muni auffüllen, bevor wir zu unserer Base zurück switchen, fliegen, Schnellreise, wie auch immer. So. Ach, wir waren schon voll, oder macht er jetzt keine voll? Egal. Wir sind aber voll mit der Munition. Noch 16, 14, 13, 12, 11, 9 und fertig. Und wir müssen uns um das Black Tusk Lager im Tidal Basin kümmern. Wird nicht leicht, aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Viel Glück.
Mutti, brauchst du was? Kann ich dir was geben? Komm wieder hoch. Ja. Oh Gott, du wirst zickzack. Ja, hier, geben. 30 Nahrung. Na klar, bist du draußen. Ich will mich nur bedanken. Wir haben was gekriegt. Wir stellen Wache. Ja, tut das. So, wir reisen aber schnell zu unserem Base zurück. Und der ist jetzt freigeschaltet. Und das machen wir in der nächsten Folge. Yay! Dann hätten wir die Invasion hier auch abgeschlossen. Auch wenn wir jetzt noch 2 Tage Zeit haben und 20 Stunden. Aber das kriegen wir hin, wenn nichts dazwischen kommt. Privat meine ich jetzt. So, ab zu unserer Base. Und ja, der Einsatz ging doch gut. Zeitlich, ja, liegen wir immer so im Schnitt bei 40, 50 Minuten, das Video. Ist eine gute Länge, sag ich mal. Und ja, was gäbe es noch zu sagen eigentlich? Ja, na, ich... Lieber mache ich, also... Lieber mache ich immer einen ganzen Einsatz komplett und nehme ihn auf und lade ihn hoch, als wenn wir da irgendwo einen Einsatz splitten. Nö? Lieber Absturz zockt, weil das macht ihr ja so gerne. Ihr splittet die ja immer, wobei ich das immer gar nicht... Also ich persönlich finde es nicht gut. Aber na gut, jedem das seine. Oh, hier ist eine M60 Classic. 500, 100 Schuss. Die ist natürlich viel besser als meine mit 18k. Die markieren wir uns mal. Die lassen wir uns, heben wir uns mal auf hier. Oder na gut, die können wir auch rausnehmen, die Markierung. Weil die ist halt viel besser hier vom Schaden her. So, Schroti, da haben wir noch mit 122. Die ist neu. Kann weg. Scharfschütze hat 91, 60,5. Naja gut, benutze ich ja kaum, also kann die eigentlich auch weg. Und Pistole, die ist das, was wir angelegt haben, ne? Da, mit der Gewehr, da gab es keine neue. Na doch, hier. Eine Six Sauer, 7,16. Quick. 15% und der andere hat auch 15. Okay, da ist es wohl gleich, aber die hat... Ach ja, hat mir ja gesagt, das war ja die vom letzten Mal. Die hat mehr Magazin, genau, die markieren wir mal. So, dann gucken wir mal in der Rüstung. Oh, wir haben wieder einen grünen Rüstungsteil gekriegt, aber wie gesagt, ich bin mit dem Rüstungsgarnitur überhaupt nicht zufrieden. Also, wie gesagt, da geht alles runter und hier geht alles hoch und naja. Aber wer es mag, kann es gerne nehmen. Also ist nicht, heißt nicht, dass ihr das nicht dürft, ne? Was ist das eigentlich für ein Talent? Eingewählt? Während des Zielen steigert sich die Waffenstabilität um 100 ihrer Waffenpräzision. Aha. Aber wir haben ja eigentlich gute Waffenpräzision. Ja, Schrott ist Schrott. Der hat hier auch hier 15% Elite drauf. Können wir die auch wegnehmen. Da habe ich noch genug im Lager. Guti. Hier. Ich hatte letztes Mal vergessen zu gucken, was wir alles noch spenden wollen. Habe ich einfach vorher alles verkauft gehabt. Aber diesmal werde ich vorher gucken. Ja, das gehen wir gleich mal im Lager rein. Vielleicht. Oh, da gibt es mehr Rüstung. 1000 Rüstung mehr. Da müsste man... Ach nee, das lassen wir mal. Sonst ist mein... Hier, der Effekt ist sonst weg. Also, naja, kann man ruhig wegmachen. Ja, man muss ihn halt abwägen, ne? Was man möchte, was man nicht möchte. Oder was man löscht. So, das war der alte Rüstung. Schaden durch kritische Treffer. 15%. Könnte man aufheben. Aber... Ich glaube, so viele Holzer habe ich auch gar nicht im Dings. Ne? Komm, legen wir mal im, ins Regal. So, wir gucken mal wieder wegen Spezialisierungspunkte. Haben wir ja wieder welche gekriegt als Belohnung. Jetzt können wir... was machen wir denn da? Das war ja für die Spezialmunition, auch für andere. Ne? Für Gruppenmitglieder und so. Das war ein Pischan. Was ist das hier eigentlich? Explosion werden ignoriert, kann vor allem alle 60 auch so.
Wenn die Rüstung auf Null sinkt, wird die Hauptwaffenmunition komplett aufgefüllt. Oh naja. Ein Konflikt, das ist wieder so ein PvP-Dings. Denke ich mal, Krummileder. Ja, ja, das ist wieder so ein PvP-Teil. Naja, Handfeuerwaffen. Die habe ich, glaube ich, im Lager zu nehmen. Ja, da machen wir mal. Ja. Das Geschütz, Granat, Artillerie. Wir müssen die erst freischalten, bevor wir das bekommen. Das kostet 3 und was kostet das? Auch 3. Könnten wir sogar komplett ausbauen. Machen wir mal. Jetzt schauen wir mal rüber, ob er uns jetzt diesen Mörser-Dingenbummens da angibt. Nee. Irgendwie fehlt hier der Mörser. Komisch, ne? Beim Geschütz. Normalerweise müsste er da vorhanden sein, aber naja. Okay. Gehen wir mal raus. Den Rest mache ich dann im Offline-Modus. Haben wir auch nichts zum Rekalibrieren oder so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch in meinen anderen Playlists nach. Und in der nächsten Folge werden wir denn die nächste Invasion abhalten von dem Black Task. Ja, dann schaltet wieder ein, wenn es dann heißt Civilization 2. Also, ich kann dir nur sagen, habt eine schöne Zeit. Und bis dahin, bye bye, euer Terra.